Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und leichten Platin. Hier mit dem neuen Spiel von Aesthesia Soft, Twice Reborn heißt das Ganze hier. Das Spiel kostet allerdings 14,99 €. Ist aber Cross-Buy PS4 und PS5. Bedeutet, für diesen Einkauf bekommt ihr beide Versionen. Am besten wartet ihr, bis das Ganze mal in einem Sale ist. Ich hatte das Glück, ich habe die Codes von Aesthesia Soft bekommen, um für euch diesen Guide hier zu machen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Wir gehen erstmal hier in die Optionen rein. Machen hier bei Skip Mode, machen wir beides hier an, ansehen Text und After Choices. Text Speed auf jeden Fall ganz hoch, Auto Speed ganz hoch. Und dann gehen wir hier wieder zurück und starten ein neues Spiel. So, wir können das Ganze hier skippen mit dem R1-Button. So, wir wählen hier Option Nummer 1. Option Nummer 2. Hier Option Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Wieder Option Nummer 1. Nochmal die Nummer 1. Wieder Option Nummer 1. Und wieder Option Nummer 1. Hier Option Nummer 2. Option Nummer 1. Hier Option Nummer 2. Wieder Option Nummer 2. Und wieder Option Nummer 2. Hier Option Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Wieder Nummer 1. Und nochmal die Nummer 1. So, nächste Trophy. I believe you. Option Nummer 2. Nächste Trophy. Option Nummer 3. Option Nummer 1. So, wieder die Nummer 1. Hier Option Nummer 2. Wieder die Nummer 2. Und Option Nummer 1. Option Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Und Option Nummer 3. Option Nummer 2. Don't bite. Option Nummer 1. Hier die Nummer 2. Wieder die Nummer 2. Und Option Nummer 3. Wieder die Nummer 3. Option Nummer 2. Option Nummer 3. Und Option Nummer 1. So, wir machen einen manuellen Speicherstand. Gehen wieder auf Back und No, thank you. No. So, wir laden den Speicherstand und wählen diesmal Thank you. Thank. Option Nummer 1. Und wir machen wieder einen manuellen Speicherstand. So, hier wählen wir die letzte Let the Kid Go. So, nächste Trophy hier. Und wieder eine Trophy. Choosing New Orleans.
So, dann gehen wir hier wieder zurück, back to title. Yes. Laden unseren manuellen Speicherstand Nummer 2. Und wählen diesmal Option Nummer 4. Option Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Option Nummer 2. Option Nummer 3. Nächste Trophy. Option Nummer 1. Wieder Nummer 1. Hit him. Option Nummer 3. Option Nummer 2. Wir machen weiter mit Option Nummer 1. Option Nummer 2. Wieder Nummer 2, Stay Still. Bei Tim Nummer 1. Wieder die Nummer 1. Wieder Nummer 1. Und wieder die Nummer 1. So, hier, Option Nummer 2. Hier wählen wir No, ja, Option Nummer 2. Open the letter, Option Nummer 2. Hier Option Nummer 3. Option Nummer 2. Accept. Option Nummer 2. So, und das war's schon. Jetzt sollte eigentlich die Platin kommen. Da ist es schon. Vampire Master. Und damit verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, kommentieren. Und wenn das noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, damit auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Servus.